Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und es war letztes Mal doch dezent zu laut, das Spiel. Jetzt habe ich es noch ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, das funktioniert. Da ist der Digger-Zombie. Und diesen, tja. Ach nee, das wollen wir gar nicht. Den müssen wir irgendwie plätten. Und das machen wir am besten mit. Eigentlich mit dem Potato Mean. Die sind gut. Die können wir auch mehrteilig einsetzen. Ich würde gerne die Walnuts noch mitnehmen. Die da. Ja. Chomper brauchen wir eigentlich nicht. Es ist immer schwierig, sich zu entscheiden. Balloon-Zombies haben wir ja nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das könnten wir gebrauchen. Ne, warte mal, das können wir ja nicht gebrauchen. Die könnten wir noch nehmen. Ist jetzt schwierig irgendwie. Keine Ahnung warum, aber es ist schwierig. Ice Shroom. Und wir nehmen die noch. Wir nehmen noch den Jalapeno mit. Ja, würde ich mal sagen. Let's rock. Plant. Jo. Machen wir doch mal. Wie eh und je, einfach so Grundaufbau ist hinten die Sonnenblumen. Wobei, ist eigentlich beschissen, wenn ich gerade so darüber nachdenke. Weil wir müssen ja... Nee, ist beschissen, weil wir müssen ja hinten die Potato-Minen hinmachen. Ja gut, dann müssen wir das jetzt nochmal ändern. Ist aber nicht so schlimm. Sind ja kostenlos. Nee, dann müssen wir nochmal ändern. Aber ich lasse die jetzt erstmal da stehen, bis wir dann genug Sonnenlicht haben. Vorerst pflanze ich aber erstmal noch. WTF? Kommt der so schnell dahin? So. Nee, ist beschissen. Ich muss mal gucken, ob das reicht, wenn ich so eine Lane mit Kakteen mache. Ich mach's jetzt erstmal so. Ist jetzt erstmal egal. So. Sunshroom. Wir müssen halt erstmal ein bisschen Sonnenlicht sammeln. Und das dauert ja. Blub, blub. Blub, blub. So. Einmal. Noch mehr Sonnenlicht. Sonnenlicht. Hier brauchen wir auch jetzt Lilypads. Eigentlich müssen wir uns gar nicht so fokussieren, weil so viele Zombies werden, glaube ich, gar nicht kommen. Die Herausforderung in diesem Level ist eigentlich sind diese Digger-Zombies. Das ist die eigentliche Herausforderung in dem Level. Ich glaube, das nächste Level wird nochmal heftiger dann. Weil da kommt dann wirklich einmal alles zusammen. So, da ist einer gewachsen. Ist sehr gut. Machen wir hier hin. So. Moment. Ich habe jetzt eigentlich alles von den Sonnenshrooms her dabei. So. Können wir hier noch machen? Da unten ist alles cool. Was war das denn? Puzzle Mode Unlock. Play from anywhere. Okay. Nice. Freut mich. Können wir einen Puzzle Mode spielen? Geile Sache. Da oben die Nuss, die hält noch ein bisschen. Nicht allzu lang, aber sie hält noch ein bisschen. Der Jalap. Da! Ja gut, wir haben immer noch den Chomper, das stimmt ja. Nom! Ach, verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. Pff, scheiße. Okay, egal. Wir müssen hier noch... warte mal, Sonnenblumen haben wir jetzt genug eigentlich.
Das kann mal weg hier. Wir machen jetzt mal die Kakteen so langsam. Weil wir haben eigentlich genug für die Kakteen. Das muss da mal weg. Das muss da hin. Das ist jetzt natürlich übelst schlecht. Das ist gut. Das ging noch. Das haben wir noch hinbekommen. Hier muss auch ein Kaktus hin. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Zack. Hier muss auch ein Kaktus hin. Keine Kaktussen, sondern ein Kaktus. Haha. Der Witz ist auch so alt. Meine Güte. ja. Hier ist auch eng. Muss auch ein... Alter, wie viele das auch einfach mal sind. A huge wave of zombies is approaching. Jetzt kommen die nämlich nochmal. Haben wir noch Jalapenos? 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 Wir müssen gucken. Ah! Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Hier muss der weg. Jo, der ist down. So. Kriegt ihr den down? Hallo? Okay, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, geht weg. Lass meinen Vorgarten in Ruhe. So. Yay, ein Sternchen. Shoots stars in five directions. Starfruit. Ja, geil. Haben wir jetzt eine Starfruit. Damit können wir, wie es da steht, in fünf Richtungen schießen. 1, 2, 3, 4, 5. Das wird interessant. Da muss man noch mal ein bisschen überlegen, wie man das Level aufbaut. Ich würde aber sagen, können wir das zum... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt abbreche, weil die nächste Folge wird theoretisch sehr lang. Wenn ich mich nicht irre. Ja, die nächste Folge wird sehr lang. Dann sehen wir jetzt eigentlich jetzt erstmal in der nächsten Folge wieder. Ich beende hier mal die Folge, weil das wird ziemlich lang dann. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder bei Plants vs. Zombies. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen. Tschüss.